Das Leben ist kinetisch, vorwärts geschichtete Bewegung, 100 Anfänge und Enden, die in einer Million weiterer verschachtelt sind. Die Schriftrolle da oben irritiert mich übrigens. Als Rechtschinns geschwollener Körper platzt, ist es, als würde ein Damm brechen. Geschwätzische Gestalten, so verschwommen und unklar wie Rauchschwaden, bewegen sich auf dem frei gewordenen Pfad vorwärts. Einige stolpern und stürzen voran, andere trotten und lassen sich treiben. Doch alle bewegen sich vorwärts. Gespenst. Der Totengräber deutet auf eine weitere Gestalt, die sich den Pfad entlang bewegt. Ach so, das sind wahrscheinlich andere Tote, die ins Totenreich übergehen. Dieses Mal siehst du Hoeowatin Iruna. Als sie der Straße folgt, werden ihre Bewegungen immer langsamer und unregelmäßiger. Ihre Beine knarzen mit jedem Schritt und auf ihren Füßen wachsen lange, dicke Wurzeln, die sich in den Boden graben. Schließlich bleibt sie stehen wie angewurzelt. Its roots were deep, and its boughs sheltered many. Why did you cut it down? Der bleiche Paladin wendet sich wieder dir zu. Du hast einen Baum gefunden, der jahrhundertelang gelebt hat. Seine Wurzeln waren tief und seine Zweige gaben vielen Schutz. Warum hast du ihn gefällt? Er war unnatürlich, er konnte sich nicht selbst nähern. Bäume gehören nicht auf die Straße. Ich dachte, wenn ich den Baum fälle, würde der Fürst der Straße mir vielleicht seine Gunst schenken. Ich war die endlosen Bäume, Rätsel des Baumes leid. Er war ein Parasit, seine Zweige boten anderen vielleicht Schutz, aber seine Wurzeln saugten sie aus. Ich fälle gerne Dinge. Eigentlich ist das hier die richtige Antwort, auch wenn das mit dem Parasit etwas harsch klingt, weil wir haben sie eigentlich davon überzeugt, dass sie gehen musste. All draw their life's energy from the deaths of others. This is why all must remain part of the cycle of death. Das war die falsche Antwort. No creature may be a closed loop unto itself. Alles zieht seine Lebensenergie aus dem Tod anderer. Deswegen muss alles Teil des Kreislaufs von Tod und Wiedergeburt bleiben. Kein Lebewesen kann allein eine abgeschlossene Schleife sein. Erunas Körper versteinert und die glänzenden Blätter ihrer Haare wehen auf dem Pfad. Du suchst jemanden, der sein Leben am Rand des Kreislaufs gelebt hat. Er sitzt im Inneren des Rades und beobachtet seine Umdrehung. Mit jedem Leben wird er aus dem Strom gehoben und intakt wieder auf ihn zurückgesetzt. Warum jagst du Taos? Taos hat tausende von Seelen für Voedika gefangen. Ich muss ihn daran hindern, ihr absolute Macht zu verschaffen. Antworten. Er versteht, was mir widerfahren ist. Rache, meine Seelenpein ist sein Werk. Ich werde ihn büßen lassen. Ich suche eine Lösung. Indem ich ihn zur Rede stelle, bereite ich den Schmerzen ein Ende, die er mir bereitet hat. The only resolution is a clean slate. An end that leads to a new beginning. Der bleiche Paladin neigt ihren Kopf. Das Sternlicht glänzt auf ihren hohlen Wangen. Die einzige Lösung ist ein reiner Tisch. Ein Ende, das zu einem neuen Anfang führt. Taos sieht Voedika. Sie will aus ihrem eigenen Kreislauf entkommen. Macht ohne Niedergang. Taos hat tausende von Seelen aus dem Kreislauf entrissen, damit ihre Essenz sie stärkt. Die schwarzen Untiere in ihren Augen drohen dich zu verschlingen. Du musst ihn aufhalten und du musst sie in den Kreislauf zurückbringen. Warum braucht Voedika überhaupt Taos Hilfe und warum brauchst du die meine? Die Götter führen Seelen durch den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Apeoa ist das Reich der Sterblichen. Wir stehen daneben Gewichte und Gegengewichte. Würde einer die Gezeiten der Gestandenen ändern, alle würden ihm folgen. Wir würden diese Welt aus ihrer Achse heben. Daher befiehlt Voedika einem Sterblichen ihr Werk zu verrichten und daher muss auch ein sterblicher Taos auffallen. Ich wüsste nicht, was das mit mir zu tun hat. Taos baut einen Damm, um Wasser von einem Strom umzuleiten. Der Fluss von tausenden von Seelen wird die Welt formen, in der du lebst, Wächter. Er wird auch die Welt formen, in die deine Seele in ihrem nächsten Leben zurückkehrt. Das stimmt allerdings. Welchen Zweck würde es dienen, die Seelen wieder in den Kreislauf zu schicken? Diesen Seelen zu helfen, ist eine Frage des Gleichgewichts, Wächter. Es dient dazu, die natürliche Ordnung der Welt beizubehalten, Ebbe und Flut der Essenz zu wahren. Kann man sie nicht der hohen Geburten zurückbringen? Als beschädigte, belastende Dinge? Mischst du sauren Wein mit frischem? Die Güte, die du suchst, liegt darin, ihnen einen Neuanfang zu gewähren, nicht darin, sie an dieses Leben zu kennen. Wenn Taos diese Seelen geschändet hat, wäre es vielleicht besser, sie zu vernichten? Sollte ich das wirklich sagen?
Ein Kreislauf ist ein unabänderlicher, ist unabänderlich und monoton. Es gibt doch gewiss eine bessere Alternative. Was ist falsch daran, dass Voidika diese Macht ergreift? Fragen wir das einfach mal. Der Kreislauf der Gestandenen ist ein Ding des Gleichgewichts. Genau wie der Kreislauf der Götter. Wir stehen und fallen in der Gunst der Sterblichen, um wieder zu fallen und aufzustehen. Aber Voidika giert nach der Macht, diesen Kreislauf zu verlassen. Sie möchte Wurzeln schlagen und wachsen zum Schaden anderer. Der Rotengräber steuert stumm auf die Straße, wo ein zerbrochener Baum und eine leere Fleischhülle noch immer sichtbar sind. Gibt es eine bessere Alternative? Die Illusion der Revolution? Sie ist lediglich Teil eines weiteren Kreislaufs, eines schmerzlichen. Wahre Veränderung besitzt Strukturgeometrie. Sie ist das Produkt von Kreislauf in Kreislaufen. 1000 sich drehende Zahnräder, die das Universum und einige Grad bewegen. Ja, die Welt ist komplex, vor allem so eine Welt. Wenn Taos diese Seelen geschändet hat, wäre es vielleicht besser, sie zu vernichten? Der Kreislauf ist gnadenlos, aber er ist nicht verschwenderisch. Die Zeit und die endlose Präzision der Wiedergeburten malen Seelen letztendlich zu Staub. Doch bis dahin müssen sie aus dieser Welt scheiden und wieder in sie zurückkehren. Ihre ständige Bewegung treibt den Kreislauf selbst voran. Naja, wenn wir alle Seelen vernichten, gibt es irgendwann kein Leben mehr auf der Welt. Da gibt es keine Götter mehr. Ich glaube, ich verstehe, was du mir sagen willst. Der Totengräber deutet auf die Straße und die endlosen Sternenmeer, während der bleiche Palamin spricht. Ich zeige dir nun die Bewegung des Universums, Wächter. Ich muss nun nach Sonne im Schatten gehen. No mortal can survive the descent into the pit. But there are souls on the burial isle that are pledged to me. I will grant them to you, and they shall bear you down safely, as well as light the way beyond. Kein Sterblicher kann den Abstieg in die Tiefe überleben, aber es gibt Seelen auf der Grabinsel, die mir die Treue geschworen haben. Ich überlasse sie dir und sie werden dich sicher hinabbegleiten und dir auch danach den Weg leuchten. Am anderen Ende der Straße erscheint eine Menge, die ihre Stimme erhebt und Staub aufwirbelt, als sie sich in deine Richtung bewegt. Wächter, führe sie in den Kreislauf zurück. Wenn du mir das versprichst, werde ich dir die Macht verleihen, die einem Meister des Todes angemessen ist. Der bleiche Paladin hebt einen Finger. Wenn du aber meine Gunst akzeptierst, verlange ich diese Entscheidung von dir. Früher oder später treibe ich die Schuld aller Sterblichen ein. Ich möchte zuerst hören, was die anderen Götter zu sagen haben. Beeil dich, Wächter. Das, was Taos vorhat, kann nicht rückgängig gemacht werden. Nicht einmal durch Umdrehung des Rades. Der Thronengräber deutet hinter dir. Als du dich umdrehst, befindest du dich wieder in Teer Evron. Hey, Level Up für Hagrim. Ich kann Mechanik nicht mehr weiter steigern. Steigern wir mal Athletik. Und nochmal Athletik, weil das sind meine letzten Punkte für den Augenblick. Treuer Gefährte. Genauer verwundender Schuss. Zweimal pro Begegnung plus 10 Genauigkeit. Nee. Gnadenloser Gefährte. Nee. Haben wir offensiv vielleicht noch was? Giftschlag. Nee. Scharfschütze. Genauigkeit gegen Feinde in der Distanz, gefährliches Werkzeug, Wildtiertöter, Jäger der Wilden. Unterbrechen die Hiebe, anfälliger Angriff, durchdringender Schuss. Nee, blutiges Gemetzel. Defensiv, Körperkontrolle, Stellung halten, unaufhaltsam. Vorsichtiger Angriff. Überlebende Abwehr. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Waffe und Schildstil. Nee. Oder einfach schneller Läufer. Schuss aus der Bewegung. Fernerholung wieder. Herz des Sturms. Kind der Flammen. Schneller Wechsel. Wundpflege. Das wäre eigentlich was. Aber eher Feldlazarett. Wobei Wundpflege halt mächtiger ist, aber nur auf mich selber gewirkt werden kann. Feldlazarett kann auf alle gewirkt werden. Oder ich nehme wirklich überlegende Abwehr. Ne, ich übernehme überlegende Abwehr. Keine neue Klassenfähigkeit und das müsste mein letztes Level gewesen sein. Oh, neue Quest.
Bedeutendes Abenteuer. 4 Runden, ne? Nehmen wir hier Varias. Bedeutendes Abenteuer. Wir haben sehr viel Geld verdient. Ja, ich muss mich in der Festung befinden. Das müsste jetzt aber das letzte Level. Ja, ich bin Max Level jetzt. Für den Augenblick jedenfalls, weil kein Add-on. Genauso wie Edda. Für Palegina, für die anderen dauert es noch ein bisschen. Deswegen Edda. Level up. 11 Punkte. So und so. Bonus niederstrecken, offensiv, defensiv. Körperkontrolle, Wille des Bullen. Unterstützung, schneller Läufer, tiefe Taschen, Feldlazer. Blutiges Gemetzel. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gegen Ziel mit tätiger Auswahl zu kritischen Treffern. Plus auf kritischen Schadensmultiplikator. Anfälliger Angriff, unterbrechen die Hiebe. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn die Hiebe und mehr Unterbrechung auslösen. Heiligmacher. Also das sind die Schaden gegen Typ, die mag ich eigentlich nicht so sehr. Hast du eigentlich defensiv? Ja, du hast Schwert und Schild, das ist gut. Wilder Angriff. Giftschlag, Scharfschütze, nein. Schütze bringt mir auch nichts, gefährliches Werkzeug. Dann wirklich eins von den Sachen. Anfälliger Angriff, nee, warte, unterbrechende Hiebe oder blutiges Gemetzel? Das wären halt gegen Feinde, die wahrscheinlich schwer verletzt sind. Nee, machen wir unterbrechende Hiebe, das ist, glaube ich, vorteilhafter. So. Gut, das heißt, wir holen uns als nächstes den Segen von Galloway. Zu Galloway beten. Du stehst erneut vor dem Schrein von Galloway und dem Hundekopfsternbild, das das Podest verziert. Von Zeit zu Zeit hörst du ein tiefes, grollendes Geräusch wie ein Knurren. Zu Galloway beten. Du kniest dich hin, diesmal bereit für das Ruckeln. Die kühlen Steine weichen warmer Erde, weich und lebig. Der Kerzenrauch verzieht sich und wird durch den Geruch des Waldes erhitzt. Der Hund heult aus den Blättern. Ich komme um Galloway, um seine Gunst zu erbitten. Das heulende Tier verstummt und du hörst im Gebüsch in der Nähe ein Rascheln. Jemand beobachtet dich. Zurückheulen. Etwas springt aus dem Büschen neben dir. Du findest dich auf dem Rücken wieder in die bernsteinfarbenen Augen eines gewaltigen Hundes blicken. Der Hund blickt dich an, glänzende Zähne ragen aus seinem Maul heraus. Seine Nase zuckt, als es deinen Geruch einatmet. Beginnt bei deiner Schulter und dann deinen Arm abwärts gehend. Du folgst seiner Nase bis zu deiner Hand, die mit Blut bedeckt ist. Eine Zunge so rot und fleischig wie ein Steak hängt aus seinem Mund und schlägt deine blutige Hand ab. Seine Lippen verziehen sich. Es sieht aus, als würde er lächeln. Das Tier blickt dich wieder an, es fixiert dich mit seinen glänzenden Augen. Seine Schwarze verwandelt sich in ein langes, bärtiges Gesicht, seine spitzen Ohren werden länger und fallen an die Seite seines Kopfes. Was eben noch ein gewaltiger Hund war, wird zu einem Riesen von einem Mann, dessen breite, muskulöse Schulter mit Fellen bedeckt sind. Er hält ein Messer aus Feuerstein an deinen Hals und grinst, wobei eine Reihe langer, spitzer Zähne zu sehen sind. Galloway ist sehr nett, ey. Nun, so kann man einander auch vorstellen. The lioness reigns still, and soon her cubs will rise. Why did you strike the bear down? Seine Stimme ist ein knurrendes Flüstern. Die Löwen herrschen noch immer und bald werden ihre Jungen sich erheben. Warum hast du den Bären niedergestreckt? Die Löwin hatte einen Vorteil gefunden und behielt ihn. Ihre List machte sie zum würdigen Meister. So, die Junge werden eines Tages noch mächtiger sein. Dieses Vermächtnis muss beschützt werden, auch vor einem würdigen Herausforderer. Wenn Orinos seinen Sieg nicht erringen konnte, hatte er nicht verdient. Worthiness is proven in conflict. Might grappling with might. Flesh tears, bones break, and the ones that mend are stronger still.
blood mixes and the worthier substance rises to the top. And you have proven worthy. Er brüllt. Wer würdig ist, das beweist sich im Konflikt. Macht kämpft mit Macht. Fleisch zerreißt, Knochen brechen und wer überlebt, ist umso stärker. Blut mischt sich und das Würdigere bleibt oben auf. Der Gestaltwanderer wirft den Kopf zurück und schließt die Augen. Er atmet die kühle, tiefe Luft ein. Und du hast dich als würdig erwiesen. Er stößt ein Brüllen aus, das durch die Luft hallt. Er senkt den Kopf, Dampf steigt aus seinem schwer atmenden Mund auf. Zweige knacken und Äste brechen, der Boden erzittert unter dem Gewicht von schleichenden, lauernden Schritten. Ein Dutzend Bestien, Bären, Wölfe und Katzen schleichen aus dem Unterholz. Ihre bernsteinfarbenen Augen fixieren dich.